Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ihr seht schon, das Wetter, es ist herrlich, ja. Es könnte nicht herrlicher sein, als dass ich mir heute locker einen Zentimeter tief in die Hand geschnitten habe auf der Arbeit. Aber Leute, bei dem Wetter dachte ich, es muss rausgehen, es muss ein Video gedreht werden. Und vor allem muss definitiv ein Video gedreht werden, denn in dem Video darf ich euch was Freudiges verkünden. Der ein oder andere hat es auf Instagram schon mitbekommen. Ich habe eine neue Kamera und das zeige ich euch gleich. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Der Sound macht mich einfach glücklich, ne? Aber Leute, mehr dazu gleich. Ihr seht schon im Schatten auch so ein bisschen. Ich habe hinten eine kleine Stange auf mein Motorrad gebaut. Das kommt unglaublich falsch rüber. Aber ich werde euch gleich alles erzählen. Es wird langsam Winter und es wird einfach wieder warm. Das ist das Komische. Der Kamera gleich auf jeden Fall noch einen sehr nice Detail-Shot von der Karre hier bekommen. Wenn sie nicht tausendmal an der Ampel abstirbt. Leute, ich werde auch noch mal ein Fazitvideo zu dem Ding drehen. Ihr seht, ich habe jetzt genau 8 Stunden runter, also exakt gar nichts. Ich werde nach dem nächsten Ölwechsel einfach mal ein fettes Fazitvideo zu dem Ding drehen. Ich denke, das interessiert auch den einen oder anderen. Leute, an der Stelle habt ihr gesehen, die One-Hander laufen. Gönnt euch das. Ja, der ganze Sommer war scheiße und jetzt kommt einfach so gutes Wetter. Es ist unglaublich. Boah, ich würde gerne mal probieren, die ganze Kurve im Wheelie zu nehmen. So knapp, es war so unglaublich knapp. Dieser Sound macht mich einfach glücklich. Das ist krank. Es macht mich einfach happy. Leute, noch ein Circle Wheelie aus der Kameraperspektive, denn wir legen diese Kameraperspektive gleich ab und ich werde euch zeigen, worum es geht. Der ein oder andere ahnt es schon. Genau darum geht es nicht. Stellen mal die Karre eben hier ab. So. Und dann schmeißen wir die GoPro direkt in den Müll. Das war natürlich nur Spaß. Die brauche ich noch. Aber Leute, ihr seht schon hier hinten diesen Stab, der sehr professionell hier befestigt ist. Ich hoffe, im Wheelie schleift das ganze Gerät nicht, was ich hier gleich vorstellen will. Geschweige denn, geht kaputt oder fällt ab. Das wäre sehr, sehr schade um Style. Aber Leute, der ein oder andere hat es wirklich gerade schon gesehen. Es geht um Insta360, ja. Insta360 hat mich angeschrieben, hat gefragt, yo, willst du nicht eine Kamera haben? Willst du das nicht mal ausprobieren? Und ich habe dann diese Videos gesehen, wo Leute das Ding hinten drauf gemacht haben und das so Third-Person-View hatten. Muss mal kurz meine Mucke ausmachen. Die war die ganze Zeit an. Dann habe ich von Insta so eine Kamera zugesendet bekommen. Also Leute, dieses Video ist gesponsert von Insta. Ohne die wäre das nicht möglich, weil ich mir die Kamera wahrscheinlich einfach nicht leisten könnte. Deswegen großes Dankeschön geht raus an Insta360. Die haben auch gerade noch einen Sale am Start, End-of-Season-Sale. Also falls ihr noch zuschlagen wollt, ganz geile Angebote gerade im Shop, checkt auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Denn da kommt ihr direkt zum Shop, da könnt ihr auschecken, was sie für Angebote haben. Da kriegt ihr bis zu 25% Rabatt. Und ich habe schon viel über die Kamera jetzt geredet und einfach noch gar nicht gezeigt, Leute. Der ein oder andere kennt es schon. Ich habe es, wie gesagt, auch in der Instagram-Story schon gezeigt. Aber Leute, da ist das Ding. Und da sieht man mich. Das Ding hat 2 Linsen. Ignoriert das hier oben. Ich habe das eventuell schon mal ausprobiert. Hinten am Auspuff und das Ding hat geschliffen. Es geht um die Insta360 X3. Ja? Die neueste und beste, in meinen Augen auch beste, 360-Grad-Kamera auf dem Markt gerade. Ihr seht, es sieht komisch aus, aber das Video nachher wird brutal geil aussehen. Vertraut mir wirklich. Was ihr damit machen könnt, ich erkläre es euch, ich zeige es euch ein bisschen. Ihr könnt zum Beispiel so bei der Fahrt die Kamera drehen. Wenn ihr hinten aufnehmt, seht ihr vorne und hinten. Also seht euch so aus der Third-Person-View. Ihr werdet das gleich sehen und könnt dabei aber auch quasi die Kamera switchen und dann nach hinten filmen. Es ist cool. Es ist viel Spielerei und man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Aber das habe ich natürlich für euch schon gemacht. Und Leute, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Ich schalte auf die Kamera um. Ich muss sie noch kurz einstellen. So Leute, ihr seid jetzt in der App. Ihr schaltet die Kamera ein. Ihr seht schon, der filmt jetzt nach hinten. Verbind mich eben auch mit der Kamera. Das könnt ihr alles über Smartphone steuern auch. Das fängt ja wirklich mal wieder richtig gut an bei mir hier. Richtig drauf da. Wenn du abfliegst, ne, Kollege, dann haben wir ein Problem. So, und dann könnt ihr hier auf die Kamera gehen. Und dann seht ihr quasi auch eine Preview. Wenn ihr jetzt schaut, ihr könnt diese Kamera drehen. Und das ist das, was so super cool ist. Ihr seht jetzt die Perspektive, wenn ich so fahre. Es ist so ein bisschen, ich muss es nochmal neu einstellen. Sekunde. Wenn ihr jetzt seht, es ist so Third Person einfach. Leute, wie krank ist das? Wie cool ist das? Ich habe wirklich Angst, dass es abfällt. Man kann die auch einen Helm machen. Werde ich auch noch tun, denn ich habe Bock auch mit dem Helm zu filmen. Leute, ihr seht, was ich meine. Ach, mein Karre ist abgesoffen. Ich habe sehr, sehr viel Angst um diese Kamera. Sie ist mein Ein und Alles. Aber ich werde einen Wheelie, einen langsamen Wheelie probieren. Ich
glaube, ich muss mir da nochmal eine bessere Möglichkeit überlegen, das Ganze zu filmen. Langsam Circle Wheelie, meint ihr, das können wir mal machen? Ach, da fällt es ja auch nicht so tief, ne? Leute, sie hat es überlebt, aber sie hat sich verstellt. Ja, und das könnt ihr so ungefähr machen. Ich zeige euch gleich auch nochmal, was ich meine mit dem, ihr könnt quasi nach hinten drehen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich wissen. Aber ja, wenn ihr jetzt hier steht, ihr seht mich. Und wenn ich hier stehe, seht ihr mich auch. Aber Leute, wenn ich hier stehe, ihr seht mich auch. Und das ist das Faszinierende an der Kamera. Die filmt wirklich 360 Grad einfach rundherum. Und dann auch noch so eine geile 125er Zweitakt. Warum ist da ein Kratzer, Digga? Komisch. Insta hat natürlich nicht nur diese Kamera im Angebot, auch richtige im Action-Cam-Format Kameras, wie ihr sie kennt, wie die GoPro und so. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Es gibt auch Mikrofonadapter und dies und jenes. Viele Zubehörteile gibt es. Es gibt da echt sehr, sehr viele Sachen. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für dieses Modell entschieden, weil ich diese 360-Grad-Aufnahmen cool fand und dieses Format einfach cool fand von der Kamera. Was soll ich sagen, Digga? Ich bin sehr, sehr überzeugt von der Kamera. Vielen Hinsichten einfach auch besser als eine GoPro, weil sie halt einfach mehr Features mit sich bringt. Und Leute, wir nehmen gerade auch in 4K auf. Also mit euch. Man braucht eine Zeit, um sich reinzufuchsen. Wenn man drin ist, kann man da wirklich geile Aufnahmen mitmachen. Das ist ganz geil mit dem Stick, weil ich kann euch das mal in der App zeigen. Ihr geht mit diesem Stick rum, guckt euch das an. Wie cool ist das? Wie so eine Drohne. Wenn ihr jetzt auf den Stick schaut, ihr seht, ich habe nichts in der Hand auf dem Video. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das Coole. Ihr könnt quasi am Ende dieses Video nachbearbeiten. Hallo? 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 Oh Junge, nicht die Kamera essen. Leute, Niklas ist auch vorbeigekommen. Er möchte mich unterstützen, wie ich meine neue Kamera ausprobiere. Leute, und ich kann jetzt auch Niklas diese Kamera in die Hand drücken. Er hält die einfach über seinen Kopf. Ich mache meine Karre an. Fragt euch nicht, warum ihr mich noch hört. Das Mikrofon ist noch an meiner Helmcam. Und ich kann quasi so... Ich bin zwar noch kein Circle-Profi, aber das wird, wartet, Leute. Ich überfahre dich gleich, ne? Ich werde das Ding nochmal hinten auf mein Motorrad befestigen und werde euch zeigen, was ich mit diesem Zurückschauen meine. Der Welt. Okay, Leute, los geht's. Fahr vor. Und die Kamera bleibt trotzdem auf ihm drauf. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich einzigartig und atemberaubend. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt bei der Cam, ne? Solche Aufnahmen könnt ihr auch machen. Ist halt nur ein bisschen schwierig auf dem Motorrad. Empfehle ich euch überhaupt nicht im Straßenverkehr. Leute, ich glaube, Tore kommt. Tore kommt! Ja! Leute, jetzt geht's Action. Was ich meine, das sind einfach geile Aufnahmen. Leute, an der Stelle würde ich einfach sagen, genießt meinen Rücken, genießt die Sonne. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert das Video und liked den Kanal, damit wir uns nie wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.